Ruhm hat den seltsamen Effekt, dass man sich stärker mit sich selbst beschäftigt und in sich zurückzieht. Während der Olympischen Spiele 1988 war Whitneys Stimme jeden Tag zu hören. Sie sang den offiziellen Olympiasong von Seoul. '90 erschien ihr drittes Album I'm Your Baby Tonight. Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern landete es nur auf Platz 3 der amerikanischen Billboard-Charts. Das dritte Album ist vermutlich immer das Schwierigste. Die Leute erwarten so viel davon. Kurz darauf erfüllte sich für Whitney ein Traum. Bei der Eröffnungsfeier des 15. Super Bowl sang sie die amerikanische Nationalhymne. Eine große Ehre für Musiker. Nein, ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand anders genannt hat. Dass ich mit jemandem im Bett lag und er sagte, oh Susan. Es hieß immer, oh Whitney. Oh Whitney, sagte 1992 auch Rapper Bobby Brown. Zwischen den beiden bahnte sich etwas an. Sie lud mich zu ihrer Geburtstagsparty ein. Ich ging hin und es hat Spaß gemacht. It was fun. Verliebt, verlobt, verheiratet. Am 18. Juli 1992 läuteten für Whitney und Bobby die Hochzeitsglocken. She is a Brown now, Whitney Houston Brown. Kurz nach der Geburt von Tochter Bobby Christina geriet das Pop-Traumpaar in die Schlagzeilen. Bobby Brown war in diverse Schlägereien verwickelt, die Presse dichtete ihm Affären an. Whitney hielt zu ihm und konzentrierte sich auf ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich immer an der Spitze stehen werde. Aber solange ich weiterhin Musik machen kann, solange ich fühlen kann, was ich singe und das nach außen transportieren kann, bin ich glücklich. Von nun an legte Whitney Houston den Schwerpunkt auf ihre Filmkarriere. Mehr darüber erfahrt ihr gleich. Jetzt hatten wir gerade einen kleinen Rückblick auf deine Karriere und da frage ich mich, was war dein persönliches Highlight in deiner musikalischen Karriere? Ich glaube, das Erste, was mir einfällt, sind meine 7 aufeinanderfolgenden Nummer 1 Erfolge. Das ist das Erste, was mir einfällt. Ich erinnere mich daran, dass mich Clive, der Chef meiner Plattenfirma, anrief und sagte, du hast Elvis überholt und du hast die Beatles überholt. Das waren Leute, die waren gigantisch, groß, überdimensional in jeder Beziehung. Und ich habe sie in Plattenverkäufen übertrumpft. Das war cool. Das glaube ich. Du hast schon so oft mit anderen Künstlern gearbeitet, gerade erst mit Mariah Carey, mit Aretha Franklin, natürlich mit Bobby Brown und mit deiner Mutter und so weiter und so weiter. Wie ist das, zusammen mit anderen Künstlern zu arbeiten? Das ist großartig. Ich liebe es, mit jemandem zusammenzuarbeiten und große Dinge zu machen. Das gibt allen Menschen das Gefühl, dass wir es alle zusammen schaffen können. Das ist besser als allein. Weißt du, 2 Köpfe zusammen sind besser als einer. Da ist mehr Kraft, mehr Stärke, mehr Wirkung. Niemand dachte zum Beispiel, dass Mariah und ich jemals zusammenkommen würden, um eine Platte aufzunehmen. Aber wir haben genau das getan. Du bist jetzt schon so lange im Showbusiness. Du hast Tonnen von Platten verkauft. Und ich frage mich, ist es für dich immer noch wichtig, wie sich eine Platte verkauft? Ja, klar. Das ist wichtig. Es ist nicht nett, wenn keiner deine Platte kauft. Bist du immer noch nervös, wenn sie in die Läden kommt? Nein. Weißt du, wichtig ist zu wissen, dass die Menschen dich singen hören wollen. Oder sie lieben das, was du schreibst oder produzierst oder was immer du tust. Das treibt mich zu dem, was ich mache, dass die Leute es lieben. Ein Pfennig für die Platte, das ist nicht wichtig. Wichtig ist vor allem, dass die Leute dich hören wollen.
Und dass sie sich dann besser fühlen, gerade wenn einige Umstände gerade nicht so gut sind. Verstehst du? Ich weiß, du hast ja auch jede Menge Filme gedreht. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Denn die Filme haben wir euch bis jetzt vorenthalten. Und das ist auch ein wichtiger Teil von Whitneys Karriere. Also, Film ab. 1992 war das Jahr, in dem Whitneys Filmkarriere begann. In Bodyguard spielte neben Whitney auch Frauenschwarm Kevin Costner. Die beiden machten Bodyguard zum weltweiten Kassenhit. Sie würden einfach ihr Leben für mich einsetzen? So ist der Job. Das würden Sie wirklich tun? Warum? Ich kann nicht singen. Dafür Whitney umso besser. I Will Always Love You wurde zu dem Urwurm 1992 und die Filmmusik zu Bodyguard verkaufte sich weltweit über 35 Millionen Mal. Whitneys zweiter Film, Warten auf Mr. Right, kam 1996 in die deutschen Kinos. In Amerika wurde der Film über vier afroamerikanische Frauen zum Überraschungserfolg. Für den Soundtrack konnte man diverse Top-Sängerinnen begeistern. Sowohl dieser als auch Whitneys dazugehörige Single Exhale konnten Platz 1 der US-Charts erobern, sehr zu Whitneys Erleichterung. Yes, yes. Nur ein Jahr später folgte dann Rendezvous mit einem Engel. Der Film über einen Engel, gespielt von Denzel Washington, der Whitneys Filmehe kitten soll, kam fast nicht zustande. Grund? Whitney war nicht sehr überzeugt von dem Projekt. Denzel sagte, dass ich bei diesem Film mitmachen muss. Ich fragte, warum denn? Daraufhin eher, weil du die Einzige bist, die Gospel singen kann. Und da Gospel Whitneys große Leidenschaft ist, zögerte sie nicht lang und nahm die Rolle an. Ich sehe eine bildschöne Frau, die ein gutes Herz hat. Diese Frau hat viele Wünsche und würde sie ihre Augen öffnen, würde sie sehen, dass schon alle erfüllt sind. Nicht alle. 1997 wurde ein lang gehegter Wunsch wahr. Whitney verfilmte Cinderella als Multikulti-TV-Film. Randy spielt Cinderella und Whitney die gute Fee. Impossible. Things are happening. Zweimal waren jetzt Songs von dir für den Oscar nominiert und du hast auch einen Song gesungen, der den Oscar jetzt gerade gewonnen hat. Hast du das erwartet? Naja, wir hatten eine harte Konkurrenz. Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing ist eine großartige Scheibe. Aerosmith sind toll, die liebe ich. Und dann war da noch Andrea Bocelli und Celine Dion und Randy Newman. Also da waren eine Menge guter Songs. Good songs, great songs. You know, it was really. Es war, ja, ich könnte sagen, wirklich eine Ehre, in der gleichen Kategorie wie diese großartigen Leute und genialen Songschreiber zu sein. Aber wir haben den Oscar bekommen, das ist in Ordnung so. Das werden wir uns jetzt nämlich erstmal angucken. Sie ist natürlich nicht nur für die Oscars nominiert worden. Hier ist eine kleine Auswahl von Whitneys größten Auszeichnungen. And the Grammy goes to. And the Grammy goes to. The Bodyguard, original soundtrack album. Whitney Houston! Das war 1994. Whitney Houston bekam drei Grammys für I Will Always Love You. Bei der Preisverleihung freute sich Dolly Parton ganz besonders. Sie hatte den Titel geschrieben. Hello. Sag Hallo. Danke, ich glaube, ich fange an zu heulen. Insgesamt erhielt Whitney bisher 5 Grammys, 21 American Music Awards, 15 Billboard Music Awards, 2 Emmys und zahlreiche andere Preise. Als Krönung wurde sie 1995 in die Soul Train Ruhmeshalle aufgenommen. Ich war wirklich, wirklich freudig überrascht. 1999 ein weiterer Höhepunkt. Der Zeichentrickfilm Der Prinz von Ägypten bekam einen Oscar für den besten Titelsong. Interpretinnen Mariah Carey und Whitney Houston. Und der Oscar geht an Stephen Schwartz für When You Believe aus Der Prinz von Ägypten. So, there we're back again. So, hier sind wir wieder. Und ich frage mich am Ende dieses Interviews, was sind denn eigentlich deine Zukunftspläne?
Well, nun, ich stelle eine Tour zusammen, die wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten beginnen wird. One that will probably start in the United States. Und kommst auch nach Deutschland? Auf jeden Fall. Ich würde Deutschland nie verpassen. Nie. Never. Aber bevor ich eine Europa-Tournee mache, werde ich ein Greatest Hits Album veröffentlichen. Release a Greatest Hits Album. Wann wird das sein? Ich denke Ende des Jahres. Und dann wird man sehen. Ja, ich mache vielleicht ein oder zwei Filme. Ein oder zwei Filme. Wir haben einige Projekte, die wirklich vielversprechend sind. Also. Und da wir vom deutschen Fernsehen sind, muss ich dich natürlich eines fragen. Hast du eine bestimmte Botschaft an deine deutschen Fans? Oh, also es war immer sehr aufregend für mich, nach Deutschland zu kommen, weil meine deutschen Fans so loyal sind. Das habe ich einfach über die Jahre gemerkt. Deutschland ist ein großes Land mit vielen Menschen. Es war für mich immer ein großer Markt. Germany is a big market with a lot of people and has always been a good market for me. So I love you. Deshalb liebe ich euch sehr und ich danke euch für die Unterstützung. Whitney ist immer für euch da. Das ist sehr süß. Um einen kleinen Gefallen muss ich dich noch bitten. Bitte unterschreib uns doch einfach diese CDs hier für deine deutschen Fans, denn wir werden sie verlosen. Na klar. Do that little contest where we're gonna okay. give them. All right. And while you sign these, I have to thank you. Good very luck much. To viel Glück, damit das gewinnt. I have to thank you a lot for this interview, of course. You're welcome. Und danken tue ich natürlich nicht nur Whitney für dieses Interview, sondern auch euch zu Hause. Super, dass ihr dabei wart bei Bravo Extra. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bravo. Viel Spaß mit Bravo Update. Habt einen schönen Tag. Treibt euch zu bunt. Lasst die Hände auf der Decke. Bye. Bis dann. Tschüss.